Hallo ihr Lieben, wie ihr sehen könnt, habe ich hier das allererste Exemplar von Träume, die ich uns stehle, in der Hand. Das Buch erscheint erst am 2.11., aber meine liebe Lektorin hat mir schon ein Exemplar zukommen lassen. Und ich dachte jetzt, das ist die perfekte Gelegenheit, um den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und etwas zu machen, was ich schon ganz lange machen wollte, nämlich mein allererstes Video. Ich bin ein wenig aufgeregt, weiß nicht, ob das jetzt alles so klappt, ob man mich verstehen kann. Ich habe gedacht, ich zeige euch kurz das Buch, denn das ist ja die super Gelegenheit. Dann könnt ihr mal sehen, wie wunderschön dieses Buch geworden ist. Und dann lese ich euch ein ganz, ganz kleines Häppchen noch schnell vor. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen. Also, so sieht das Buch von vorne aus. Ich finde, es ist so schön traumhaft geworden, dieses Cover. Und in echt ist es noch viel toller, weil die Schrift ist so leicht erhaben und glänzt so ein bisschen, als wäre das mit Blut geschrieben. Dann kann man es natürlich hier aufmachen und es ist eine schöne Klappenbroschüre, wo nochmal eine richtig tolle Illustration im Umschlag ist. Und hinten gibt es ein bisschen was über mich zu lesen und nochmal ein Hinweis auf mein erstes Buch bei Drömer Knauer, Die Tage, die ich dir verspreche. Ich lese euch auch gleich mal den Klappentext vor. Suche in Träumen niemals nach der Wahrheit. Lara weiß nach einem schweren Unfall nicht mehr, wer sie ist und woher sie kommt. Aber als sie im Krankenhaus auf den Studenten Thomas trifft, fühlt sie sich erstmals seit langem geborgen. Thomas hört ihr zu, wenn sie versucht, ihre Erinnerungen zu sortieren. So beginnt sie, ihm eine Geschichte zu erzählen, aus der bald eine Liebesgeschichte zwischen ihr und ihm wird. Eine Liebe, die vielleicht für immer ein Traum bleiben muss, denn Thomas liegt im Koma. Ja, dann noch ganz schnell das kleine Häppchen. Es ist eine Stelle, die ich sehr, sehr liebe. Lara findet ja dann eben Thomas und fängt an, ihm etwas zu erzählen und stellt fest, dass er auf ihre Stimme reagiert. Sie fängt dann auch an, im Internet über ihn zu recherchieren, damit sie ihn in ihre Geschichte einbauen kann, die sie ihm erzählt. Und ja, da wollte ich euch jetzt hier mal was vorlesen. Sie hat also Thomas und sich einfach in ein Setting ans Meer gesetzt und ja, er sitzt neben mir. Legt den Arm um mich. Sterne spiegeln sich in seinen Augen, sodass ich die Farbe immer noch nicht erkennen kann. Die Zuneigung in seinem Blick macht mich atemlos. Ich zucke zusammen, halte in meiner Erzählung inne. Meine Güte, was tue ich da? Ich habe ihm angedichtet, dass er mich mag und mit mir flirtet. Schon wieder. Aber das geht doch nicht. Er hat schließlich eine Freundin. Da bin ich ziemlich sicher. Ich habe ein Foto auf seinem Blog gesehen. Genau. Jetzt versucht sie es dann nochmal, sind vielleicht ein nicht ganz so romantisches Setting. Ich ziehe mein Smartphone heraus und suche auf seinem Blog nach etwas anderem. Wow, hauche ich, als ich ein Foto von ihm auf einer Bergspitze finde. Ist ja irre, wie hast du das Mountainbike da hochbekommen? Wahrscheinlich könnte ich es herausfinden, wenn ich den Artikel lesen würde. Wie du mit dem Bike wirklich überall hinkommst. Aber ich will jetzt nicht lesen. Ich will erzählen. Er soll meine Stimme hören. Treffen wir uns halt da oben. Ist bestimmt total schön. Ich lasse das Handy sinken und stelle mir vor, wie es wäre, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen und diesen Wahnsinnsausblick mit eigenen Augen zu sehen. All die schneebedeckten Bergspitzen und das Gefühl, hoch über allem zu schweben. Wunderbar. Ich gehe zu Fuß, quäle mich die letzten Meter den Berg hinauf. Natürlich habe ich keine Übung, denn ich war noch nie in den Bergen und schnaufe daher wie eine Dampflok. Es ist ein Wunder, dass ich es bis nach oben geschafft habe. Und ziemlich unwahrscheinlich, aber das ist ja egal. Es ist meine Geschichte. Ich bin verschwitzt ohne Ende, habe sicherlich einen hochroten Kopf. Das ist gut, vollkommen unromantisch und daher ungefährlich. Thomas kommt auf dem Weg nach oben an mir vorbeigeradelt. Natürlich ist er gut durchtrainiert und in beneidenswerter Verfassung. Oder nein, besser nicht. Er muss natürlich auch vollkommen unsexy sein, total verschwitzt, obwohl er durchtrainiert ist.
Er riecht sicher nicht gut, ich auch nicht. Schweiß überall, ja, das ist perfekt. Sein Shirt klebt an seiner Brust und an den Armen, sodass sich seine Muskeln abzeichnen. Das sieht irgendwie ziemlich gut aus. Ich kann mich kaum davon losreißen. Schnell schaue ich ihm ins Gesicht. Er grinst mich frech an. Ich räuspere mich verlegen. Sein Grinsen wird breiter. Die Haare hängen ihm feucht in die Augen, deren Farbe ich immer noch nicht kenne. Und in seinem Blick leuchtet: Verdammt, das gibt's doch nicht! Thomas ist wirklich genau mein Typ und dieses Lächeln finde ich unglaublich sympathisch. Aber das ist doch nicht mehr normal. Es muss doch auch gehen, ohne dass ich mich so an ihn ranwerfe. Also, er kommt mir entgegen. Er ist verschwitzt und stinkt. Aber wem will ich was vormachen? Er sieht trotzdem toll aus. Ja, das ist eine meiner Lieblingsstellen und damit möchte ich jetzt auch für mein allererstes Video schon mal Schluss machen. Genau, was ich noch sagen wollte, das Buch erscheint am 2.11. Überall ist es dann im Handel erhältlich, natürlich auch das E-Book. Und wer es vorher schon haben möchte, kann mich auf der Frankfurter Buchmesse besuchen. Blogger können ein Rezensionsexemplar bekommen und ansonsten kann das Buch am Sonntagnachmittag und nur dann auf der Frankfurter Buchmesse auch gekauft werden. Ich freue mich, euch zu sehen und bis bald. Tschüss!